Kapitel 6 Gut genutzte Zeit. Little Italy, 26. Februar 1945. Vito Scaletta? Ja? Was wollen Sie? Ich verhafte Sie wegen illegalen Verkaufs von staatlichen Rationsmarken. Was? Mitkommen. Muss mir entgangen. Einer von der Tankstelle hatte mich verpfiffen. Sie haben Mama so lange zugesetzt, bis sie verraten hat, wo ich bin. Aber sie wussten nicht, für wen ich arbeite, und ich hielt die Klappe. Henry besorgte mir über Don Clementi einen Anwalt. Ich saß schwer in der Scheiße. Obwohl, wenn die Bullen wirklich über mich Bescheid gewusst hätten, wäre es noch schlimmer gewesen. Als besonders schwerwiegend, angesichts der Tatsache, dass Sie den Staat um Ressourcen betrogen haben, zu einer Zeit, in der unser Land Sie am dringendsten benötigt. Mr. Scarletta, Sie als hochdekorierter Kriegsveteran. Der Mann war gut, aber nicht mal er konnte mich rauspauken. Der Fall war von Anfang an klar. 3 Monate später wurde das Urteil gefällt. Vittorio Antonio Scaletta. Für Ihre Straftaten gegen die Bürger dieser Stadt und dieses großartigen Landes verurteilt Sie dieses Gericht hiermit zu 10 Jahren Haft in einem Bundesgefängnis. Oha. Und da sind wir den Schnee schneller los, als ich dachte. Der Bundesknast. Diebe, Mörder, Kinderschänder, hier war alles vertreten. Der Abschaum der Menschheit. Los, in einer Reihe aufstellen! Bleibt genau hinter mir! Und bloß keine Dummheiten! Tja, sympathisch. So kommen wir also in den Knast und müssen wahrscheinlich jetzt hier um unser Überleben kämpfen. Und sogar hier gibt es die Rassentrennung. Selbst hinter Gittern wird nach Farbe sortiert. Ich will nicht nach Rasse sagen, weil das ein unschöner Begriff ist unter Menschen. Aber nach Hautfarbe. Los, jetzt bald! Willst du Ärger machen, du Hurensohn? Tut mir leid. Was ist? Du nicht sprechen unsere Sprache? Ich bring sie dir bei. Was ist los? Gefällt dir das, du perverses Schwein? Los, zünd mir auf und schieb deinen Arsch wieder in die Reihe. Jetzt bald! Hey, Blödmann, ich sag's nicht zweimal. Ab in die Reihe! Vorwärts! Wo sonst sollte ein Sadist unterkommen, wenn nicht im Knast? Zumindest in dieser Zeit damals. Stehen bleiben! Und rechts um! Da ist rechts! Sperrt die Lausche auf, ihr Arschlöcher! Mein Name ist Captain Terence Stone und das hier ist mein Gefängnis. Ihr seid hier drin gelandet, weil ihr keine Ahnung davon habt, wie man sich draußen anständig benimmt. Hübsches Bärtchen. Damit eins klar ist. Euer Arsch gehört ab jetzt mir. Und ihr macht, was ich sage. Oder ihr werdet es bitter bereuen. Wenn mir einer von euch dumm kommt, wird er sich wünschen, er wäre nie geboren worden. Ihr seid hier, damit euch jemand zeigt, wie man ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft wird. Und das machen wir. Okay, ihr Arschlöcher. Wir nehmen euch jetzt die Handschellen ab. Und dann schrubbt ihr euch mal den Grind vom Leib. Und jetzt im Gänsemarsch mir nach.
Willkommen beim Friseur, Ladies. Ihr werdet gleich verflucht scharf aussehen. Oh, die schönen Haare. Hey, ich auch? Bei mir kann man nichts mehr abrasieren. Halt's Maul, Glatzkopf. Okay, Abmarsch. Hey, du Saftsack, tu, was man dir sagt. So, tu, was die Wachen sagen und geh den Flur weiter entlang. So landen wir also im Knast. Die coolen Haare sind ab, die hübsche Frisur, die er hatte. Und nun, ich bin mal gespannt, ob wir wirklich die 10 Jahre hier überdauern. Hör zu, Süßer. Wenn du nicht tust, was man dir sagt, stecken wir dich ins Loch. Ich bin ja schon unterwegs, Mann. Mir nach. Bin mal gespannt, ob wir wirklich die 10 Jahre hier überdauern oder ob wir vorher rausgeholt werden durch die Mafia. Auf jeden Fall, wenn er die 10 Jahre hier bleibt, dann dürfte er eine gehörige Alterung im Gesicht erleben. Das fände ich schon mal ganz interessant, wenn er dann ein bisschen ausgeprägter und reifer wird. Na Schätzchen. Gut, wir gehen natürlich weiter vorne lang. Ah, komm her, ich will dich sofort kommen her in meine Zelle. Scheiß aus dem Interesse. Willkommen im Trautner. Bleib mit dir. Immerhin eine Einzelzelle. Licht aus! Und keinen Mucks, ihr Arschlöcher! Sonst lernt ihr mich kennen! Okay, benutze das Bett in deiner Zelle. Kein allzu erfolgreicher Tag, muss ich sagen. Schlaf gut. Es sei denn, du willst nicht schlafen. Mein Zuhause für die nächsten 10 Jahre. Sah scheiße aus und roch nach Pisse. Da hätte ich mir noch lieber in Europa die Kugeln um die Ohren pfeifen lassen. 3 Tage später. 3 Tage lang geschah nichts. Dann erhielt ich die Nachricht von Joe, ich solle einen gewissen Leo Galanti kontaktieren. Er könnte mir hier drin helfen. Ohne Freunde überlebst du hier nicht lange. Kontaktiere Leo Galanti. Okay, dann suchen wir ihn mal. Eigentlich wollte ich eine Pause machen, aber ich finde das eigentlich ganz interessant, zumal wir jetzt halt auch mal ein bisschen sommerlich hier haben. Ich will zu Leo Galanti. Ich hab dir nichts zu sagen. Jo, geht klar. Was ist denn das für einer hier? Oh, da hat ein Playmate-Magazin. Was ist sowas? Haben wir das nicht schon? Ja, vielleicht doch bloß ein ähnliches. Der Nippel sieht ja eklig aus. Ich mag solche... Naja, gut, was soll's. Wollen wir nicht näher thematisieren? Schließlich ist das ja hier ein öffentlich zugängliches Let's Play. Hey, ich muss mit Leo Galanti reden. Welcher ist denn das? Zieh Leine! Tja, unfreundliches Pack! Hey, ich muss mit Leo Galanti reden. Welcher ist denn das? Hey, Freundchen, zitter ab. Gibt's ja auch irgendjemanden, der ein bisschen hilft? Ich suche Leo Galanti. Weißt du, wo er ist? Hier ist ein Leo Galanti, Wichser. Ach, fick dich doch. Ein wundervolles Milieu. Ich muss noch 1.000. Schau mal hier drüben vorbei. Entschuldigung, wo ist Leo Galanti? Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß. Ich glaube, das kann auch eine Weile dauern, bis wir hier mal jemanden finden, der uns helfen kann. Gut, bei denen brauchen wir es, glaube ich, nicht probieren. Das ist wahrscheinlich das falsche Klientel. Entschuldigung, wo ist Leo Galanti? Ach, der alte Knacker, der den ganzen Tag Schach spielt. Aha. Leo Galanti ist der alte Mann, der Schach spielt. Haben wir irgendeine Markierung? Ja, haben wir. Sehr gut. Ihr seid auf jeden Fall. Dann gehen wir noch mal schauen. Der Weg des Kung Fu. Aha. Den kenne ich doch. Oh, Neil. Du bist der Ithaka, der mit Barbaro bei dem Juwelier war. Wegen euch sitze ich in diesem Drecksloch. Nein, du sitzt, weil du ein bescheuertes Arschloch bist. Wisst ihr was, Jungs? Meine Ma hatte recht. Es gibt einen Gott! Und er hat dich hergeschickt, damit ich dir heimzahlen kann. Du Dreckskerl. Und zwar mit Zinsen! So viel dazu. Gar nicht mal so schlecht. Wie wär's mit der Wette? Na gut, erteile O'Neill eine Lektion, dass man sich nicht mit dir anlegen sollte. Yeah, raus schon, der Fresse, Arsch auf! Kein Problem. Und jetzt einen schweren. Das wird doch einfacher als damals, als ich deiner Mutter eine Kartoffel in den Arsch geschoben habe.
Schlag in die Zähne aus! Ah, das ist ja nicht so schön. Ja, mach ihn durch! So ein paar Schaukeln zum Frühstück? Halt in den Arsch auf, O'Neill! Okay, jetzt wehrt er mal wieder ein bisschen ab, beziehungsweise geht zur Seite. Ach, komm schon! Tritt in den Schädel ein! Der hat jetzt gerade... Auseinander! Da hat er gleichzeitig einen Ausweichen und einen Schlag gemacht. Kann ich das auch? Jetzt hast du ein wenig Zeit, darüber nachzudenken, was du getan hast. Ja, ja. Zusperren! Willkommen im Loch. Na gut, O'Neill hat mir fast die Rübe abgeschlagen, aber ich habe mich gewehrt und glaubt mir, im Knast zählt das eine Menge. Zwei Tage später. Wie lange wollen Sie ihn noch da drinnen lassen? So lange, bis er seine Lektion gelernt hat. Ach, wen interessiert das? Ist er fit genug, um zu boxen? Denk schon. Nach der Prügelei im Hof haben ihn die Jungs nicht mehr so hart angefasst. Da ist er drin. Aufsperren. Unser Freund hat also seine Kontakte. Komm in die Gänge, Scaletta. Da will dich jemand besuchen. Mein Name ist Leo Galanti. Ich habe gehört, du willst mich sprechen. Ja, einer von Clementis Jungs hat mir gesagt, sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Scheiß auf Clementi. Ich bin nicht für den Schutz seiner Leute hier drin zuständig. Aber ich habe gesehen, wie du den Ian O'Neill bearbeitet hast. In dir scheint was zu stecken. Komm mit, Kleiner. Alle mal herhören. Das ist Vito. Er gehört jetzt zu uns. Pepe hier hat einen wichtigen Kampf vor sich. Gegen O'Neill. Er braucht einen Sparringpartner. Und nach dem, was ich im Hof gesehen habe, bist du der richtige Mann für den Job. Du hilfst uns ein bisschen, Junge. Und als Gegenleistung stehst du ab jetzt unter meinem Schutz. Wer weiß, vielleicht lernst du ja auch das ein oder andere dabei. So ein Angebot kann ich kaum ausschlagen. Ich mache keine Angebote. Okay, Männer. Dann gehen wir die Sache mal an. Wir haben keine Wahl. Aber es ist sowieso okay, die beste Alternative. Heute arbeiten wir mal an deinem Konterschlag. Vito, verpasst Pepe ein paar Schläge. Versuch, sein Riesenkind zu zertrümmern. Pepe, du weichst dem Schlag so aus, wie ich es dir gezeigt habe. Nutz den Schwung und schlag dann zurück. Also, dann legt mal los, Jungs. So viel zum Konter. Gerade eben habe ich mich noch gefragt. Gut, Pepe. Wie es geht? Zieh dein Riesenkinn ein, verdammt! Na? Pepe, denk an deine Beinarbeit! Wow, jetzt bin ich platt! Hey, ist das hier Sparring oder Kampftraining? Wir disponieren um, Champion. Der Junge hat Feuer im Blut. Und deshalb trainieren wir jetzt Konterschläge. Okay, Vito, kriegst du das nochmal hin? Das kann dir im Ring eine Menge bringen. Die meisten Typen rechnen nicht damit. Nur unser Pepe. Der rechnet mit allem. Gut, legen wir los. Okay, kein Problem. Der ist aber auch gastig. Der hat ganz schön, zeig mir nochmals. Okay, der hat noch ganz schön Feuer hier im Arsch, ne? Der ist direkt hinterher, mir eine zu verpassen. Na also, du lernst schnell, Kleiner. Geht okay, Jungs. Ohne Probleme. Wie heute rechts. Gute Arbeit. Das war's schon. Schade. Bin gerade warm geworden. Wie gut kennst du Clementi eigentlich? Ich bin ihm nie begegnet. Ich hatte nur mit Henry Tomasino und Luca Gorino zu tun. Unglaublich, der Schwanzlutscher Gorino lebt also immer noch. Was hattet ihr für eine Abmachung? Wir erledigen ein paar Jobs für sie und werden in der Familie aufgenommen. Für 5 Riesen. Was? Sowas ist typisch für Alberto. Er kriegt den Hals einfach nicht voll. Warum? Ist das mehr als üblich? Ja, genau 5 Riesen mehr als üblich. Man muss nichts bezahlen, um aufgenommen zu werden. Man holt dich in die Familie, sobald du bewiesen hast, dass du loyal bist, was einbringst und dass du mit dieser Art Leben, naja, klarkommst. Jedenfalls sind das äußerst interessante Neuigkeiten. Wenn das rauskommt, werden Alberto und Luca einiges erklären müssen. Und wem? Vergiss es. Wir reden ein andermal darüber. Lernen die anderen kennen oder verlass den Trainingsbereich. Na, dann lernen wir natürlich die anderen kennen. Los, nochmal 20. Wir merken schon, wir haben hier auch anderes Mafia-Milieu und das kann uns durchaus mal behilflich sein, wenn wir die Leute mal ein bisschen kennenlernen. Gut, genau so. Winston bietet 2-1 gegen Pepe. Wenn Pepe kein Freund von mir wäre, würde ich die Wette annehmen.
O'Neill ist ein verfluchter Psychopath. Weiter so. Gut, mehr gibt's nicht mit dir. Schade. Hey, wie geht's? Ich bin Vito. Weiß ich. Ich bin R. Freut mich. Hast du Lust zu boxen? Klar, warum nicht? Gut, genau so. Okay, dann machen wir das doch mal. Okay, legen wir los. Okay, aber mach sachte. Ich bin kein Profi wie du oder Pepe. Weiter so. Profi, so, so. Okay, fangen wir an. Los, nochmal 20. Schön, wie es immer auf dem Boden zimmert, die Leute. Gut, genau so. Ah, hat er mir auch mal eine verpasst. So, können wir mal den Konter ein bisschen ausprobieren? Ist das hier der Konter, den kann er quasi bringen. Los, nochmal 20. Gut, dann... Ah, okay, da hätte ich wieder in Deckung gehen müssen. Gut, genau so. Er ist ziemlich unerbittlich, muss ich sagen. Also, was das Ausweichen angeht, ist er gar nicht so schlecht. Weiter so. Gut, jetzt hat er mal ein bisschen die Deckung schleifen lassen. Los, nochmal 20. Oh, das war gemein. Wie lange geht denn jetzt eigentlich hier? Ich weiß nicht, wie lange der Trainingskampf geht. Gut, genau so. Aber ich denke, wir werden es gleich haben, oder? Komm schon. Machst du nicht weiter? Nein, das reicht. Ah, das reicht mir fürs Erste. Okay, wie du willst. Ist eben zum Trainieren, damit man das ein bisschen üben kann, das Ganze. Hey, wie geht's? Wir reden lieber noch ein bisschen. Wie geht's, Vito? Ich heiße Sal. Warst nicht übel im Ring. Danke. Weiter apropos, so. Hast du Lust, ein bisschen zu boxen? Nein, nimm's mir nicht übel, aber ich lass mir nicht gern den Schädel einschlagen. Frag Al. Der braucht meine Arbeit. Nochmal 20. Ja, danke. Haben wir ja schon gemacht. Wir schauen mal, wie wir sonst noch so haben. Gute Arbeit im Ring, Kumpel. Gut, genau so. Wenn du weitermachst, bist du bald bereit für einen echten Kampf. Bin ich jetzt schon. Auf der Stelle. Los geht's. O'Neill, hast du's gezeigt im Arsch. Sehr gut. Nächstes Mal tu uns den Gefallen und brich dem Wichser das Genick, okay? Kann man versuchen. Wie geht's? Ich bin Vito. Chris, was brauchst du? Was ist das für einer? Chris! Boxen wir ein paar Runden? Ich hab keine Zeit. Frag er da drüben. Komm schon, von den paar Sit-Ups bist du so außer Atem? Nochmal. Ich hab keine Zeit. Na gut, wie du meinst. Soll mir recht sein. Nochmal. Okay. Ich hab keine Zeit. Ich dachte, wir können ihm ein bisschen auf den Sack gehen und ihn so ein bisschen reizen, aber doch nicht. So, hier einer zum Sprechen. Nö, das sind bloß die stillen Beobachter. Hey, woher weiß der alte Galanti so viel übers Boxen? Man sieht's ihm nicht an, aber er war früher einmal Preisboxer. Weiter so. Hey, wie geht's? Ich heiße Vito. Ohne Witz, Sam. Ja. Freut mich. Ich hab gehört, er hat Faustkämpfe gemacht, bevor er Profi geworden ist. Los, nochmal. Ich bin froh, dass er diese Kämpfe organisiert. Lust zu boxen? Sonst nicht viel zu tun, nein, hier, weißt du? Tut mir leid. Mit den Wetten muss er ein kleines Vermögen machen. Gut, genau so. Ich hab gehört, dass er genau deswegen hier einsitzt. Er war einer der wichtigsten Buchmacher in Empire Bay. Weiter so. Ich höre bloß zu. Redet weiter. Ist okay. Aber gut, wenn es das nicht mehr gibt, allzu viel zum Kennenlernen, dann gibt's ja hier leider auch nicht. Dann würde ich sagen, verlassen wir dann doch den Trainingsbereich.